Wir spielen Nico und wir sind wieder im Le Tricolore oder Tricolore. Wir sprechen mit Layden. Bin mal gespannt, was wir herausbekommen. Er war ja noch, bevor George zu Madame Le Dubois ging, noch eigentlich damit beschäftigt, die rumzukriegen, zu vernaschen. So, jetzt hören wir erstmal, was er überhaupt zu sagen hat. Hallo, Monsieur Layden. Ah, die entzückende Nicole Collard, unsere investigative Reporterin. Womit kann ich dienen? Ich hatte gehofft, ich würde Sie hier finden. Für schöne Damen wie Sie stehe ich immer zur Verfügung. Ja, das haben wir schon von der Witwe mitbekommen, dass der immer zur Verfügung steht. Was können wir mit ihm besprechen? Über ihn persönlich? Über den Besitzer von La Maledizio Dictio? Und die Galerie. Fangen wir einfach mal über die Galerie an. Ich schreibe eine Fortsetzung der Story über den Diebstahl in der Galerie. Ah, Sie brauchen also Insiderwissen vom Fachmann. Sowas in der Art. Die Polizei ist in der Galerie fertig. Wir könnten uns im Büro unterhalten. Da ist es viel bequemer. Viel intimer. Vielleicht könnte ich sogar eine kleine Flasche Champagner auftreiben. Vielleicht später. Ich muss erst noch was erledigen. Dann vielleicht nächstes Mal? Das war alles? Naja, der lässt doch nichts anbrennen hier, ne? Henri ist tot. Das muss für Sie schwer gewesen sein. Ja, ich werde ihn sehr vermissen. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Der Verlust ist schwer zu ertragen, selbst für einen Mann mit meiner inneren Stärke. Ja, das ist ja ziemlich widerlich, der Kerl. Was wissen Sie über den Besitzer von La Maledizio? Das war Henris Sache. Er hat das Gemälde aufgetrieben und mit dem Besitzer verhandelt. Könnte sonst noch jemand etwas über den Besitzer wissen? Unwahrscheinlich. Gerade bei diesem Bild war er sehr diskret. Aber er hatte für jede Ausstellung eine Exponatliste. Und die ist natürlich in Peru. In der Galerie wahrscheinlich, ne? Sie erwähnten diese Exponatliste. Wie könnte jemand da mal einen Blick reinwerfen? Dieser jemand könnte im Büro nachschauen, wo Henri seinen meisten Papierkram aufbewahrt hat. Und dieser jemand ist wahrscheinlich Hector Layden? Wie war das mit der Galerie? Natürlich, meine Liebe. Wir können gleich hingehen, wenn Sie wollen. Tja, schwierig. Ja gut, wir müssen ja irgendwie hin. Das klingt prima. Wir können meine Tortur bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Layden war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir dann noch? Naja, immerhin. Hat er nicht den Kellner jetzt angequasselt, dass er eine Flasche Champagner vorbeibringt. Gut, es sieht ja noch eigentlich ganz gut aus. Nach Ihnen, meine Liebe. Na, hier sperrt ihr die da ein, oder? Das Zimmer ertrank fast im Müll. Aha. Es würde nicht leicht werden zu finden, was ich suchte. Als Layden sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hat es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ich wäre jetzt so. Ich wäre jetzt so. Sie würden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Layden. Oh, bitte nennen Sie mich Hector. Aber was glaubt ihr eigentlich, was wir jetzt hier machen? Boah, ist ja widerlich. Layden hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung kein Wunder. Die einzige Art, da ranzukommen, war Layden abzulenken. Die guckt doch schon so. Ja, vernasch mich. So ist es die Mappe. Ach, das ist die Mappe. Es war eine einfache Mappe. Vorne stand etwas drauf, was ich aber nicht genau erkennen konnte. Tja, was können wir denn machen? Hier haben wir nichts. Das ist nur Layden zu sehen. Layden, die Mappe.
können vielleicht das Jackett ein bisschen aufmachen. Gut, das war ein Scherz. Dann quasseln wir mal. Monsieur Lane? Bitte, Hector. Okay, Hector. Oh, wir fangen einfach mal wieder links an. Sie wissen also nicht, wem dieser Serb gehört? Tut mir leid, meine Liebe, wirklich nicht. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Naja, er hat sie ja schon getröstet. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen? Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden. Ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Okay. Wir können jetzt leider nicht weiter nachfragen nach diesem Heiligenpantheon, sondern nur noch ein Glas Champagner und den Presseausweis bitten. Kennen Sie meinen Presseausweis schon? Den klebrigen? Vielleicht sollten Sie einen neuen anfordern. Den klebrigen. Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Ich mache mich bereit. Geht leider nicht. Das war ein Glas mit billigem Champagner. Geht nicht. Schade. A plus Lane plus Mappe. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Oh. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Cheerio, Miss Sophie. Das war nicht schlecht. Ich glaube, es war eine Errungenschaft, oder? In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte. Ja, dann geh doch schnell jetzt. Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen, das war doch nur etwas Geklecker. Und ich habe herausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Malédiction ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski? Du meine Güte. Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Komm rein. Hallo George, schön dich zu sehen. Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du voran? Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Eine lange Geschichte später. Ja, Medowski, war es nicht der Name, den wir auf dem zerschredderten Papier gefunden haben? Die Managerin von Vera Security hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen. Medowski.
Medowski? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Malediction. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Ist hier Tag der offenen Tür? Was zum... Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Malediction. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Gut, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, uns das mal genauer anzugucken, das Foto. Wir sehen hier Statue, das Bild selber, Statue, fehlendes Stück. Okay, die Frau, Kind, Mann, ja. Auf dem Kaminsims standen zwei Statuen auf Sockeln. Oh, super. Die Statuen waren recht eindrucksvoll. Die Statuen waren recht eindrucksvoll. Das Bild da an der Wand ist definitiv La Malediction. Es gehörte meiner Familie, also gehört es jetzt mir. Ja, klar, theoretisch schon. Wenn das stimmt, brauchen wir die Versicherungssumme nicht auszuzahlen. Das Gemälde kann keine zwei Eigentümer haben. Sie, Senor, aber um das Geld geht es mir auch gar nicht. Wer ist das? Mein Vater. Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Sie haben Ihren Vater verloren? Ja, er starb, als die Faschisten unsere Villa überfielen. Wer ist das? Meine Mutter, eine gute Frau, eine Heilige. Ihre Mutter starb also auch bei dem Überfall? Nein, sie brachte mich da raus. Das war Marquez' Mutter. Marquez' Vater trug ein auffälliges Medaillon um den Hals. Marquez' Vater... Kann man es sich genauer angucken? Marquez' Vater... Okay. Wie können wir beweisen, dass Sie das Kind auf dem Bild sind? Die Zeitangaben würden passen, George. Wenn das Gemälde wirklich in den 30er Jahren gestohlen worden war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie der Junge auf dem Foto sind? Ich kann es beweisen. Schauen Sie sich meinen Vater auf dem Foto an. Sehen Sie das Medaillon, das er umhat? Er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dieses Medaillon ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Sind Sie sicher, dass Sie das da sind? Senor, ich lüge nicht. Der alte Mann behauptete zwar, er sei das Kind auf dem Foto, aber ohne Beweis konnte man da unmöglich sicher sein. Tja, aber das Medaillon selber kann natürlich auch gestohlen sein. Das ist definitiv das gleiche Medaillon. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Das Symbol ist auch auf dem Gemälde. Das ist der Ouroboros. Der was? Der Ouroboros. Er ist ein Symbol meines Volkes, meiner Familie, meines Glaubens. Der Gnostiker. Mein Vater war ein Anführer der Gnostiker. Und La Malediktio ist den Gnostikern heilig. Daher zeigen beide den Ouroboros. Ein Priester, den ich getroffen habe, hielt das Gemälde für ein Werk des Teufels. Etwas Böses. Ha! Klar, dass der das sagt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Kirche erzählt. Was auch immer Sie glauben. Das Bild gehört mir. Wenn Marquez der wahre Eigentümer von La Malediktio war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Könnte schwer zu beweisen sein, aber wenn ich es schaffte, bräuchte meine Versicherung nicht zu zahlen. Wenn das Gemälde Ihnen gehört, wie kommt es dann in Medowskis Besitz? Die Faschisten haben es gestohlen. Es kam über Madrid nach Berlin und nach dem Krieg dann nach Moskau. Danach blieb es verschollen. Bis jetzt. Wir müssen mit diesem Medowski reden. Aber wie finden wir ihn? Oh, geht weiter. Ich war gerade so beeindruckt von dem schönen Gespräch zu dritt. Ja, gut. Schauen wir uns mal das Foto an.
Der Ouroboros war den Gnostikern also wichtig. Er symbolisiert die ewige Einheit aller Dinge. Gleichgewicht. Aus dem Gemälde und dem Medaillon prangte das gleiche Symbol der Gnostiker, der Ouroboros. Marquez behauptete, das Bild gehöre ihm, aber ein Foto mit Eselsohren war allein kein schlüssiger Beweis. Marquez' Vater trug ein auffälliges Medaillon um den Hals. Gut, okay, ich glaube, wir haben alles auf dem... Ich glaube, wir haben alles hier erfragt, was wir erfragen können und uns angesehen. Ich schaue mich gerade noch mal ein bisschen in Nikos Wohnung um. Voll mit Papier. Nico hatte endlich ihren Computer aufgerüstet. Nikos Kamera war ziemlich alt. Ich wünschte, sie könnte sich eine neue leisten. Nico behielt ihre geheimsten Besitztümer gerne unter Verschluss. Ne. Dann reden wir noch mal mit Nico. Hallo, Nico. Hallo, Nico. Ja, George? Ach, du lieber Gott. Was weißt du über diesen Medowski? Ronny meinte, er sei gefährlich und sehr reich. Er behauptet, der Eigentümer von La Maledictio zu sein. Und ist offenbar auch der Chef von Vera Security, die das Gemälde beschützen sollten. Ist irgendwie logisch. Um etwas zu stehlen, lässt man sich am besten anheuern, um darauf aufzupassen. Aber warum sollte er ein Bild stehlen, das ihm schon gehört? Wir müssen mit diesem Kerl reden. Dazu müssten wir ihn erstmal finden. Tja, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Fassen wir mal zusammen, was wir über den Dieb wissen. Na gut, also er hat eine auffällige Tätowierung auf dem Arm. Und auf seinem Helm steht groß Waterloo Motors. Nicht gerade reichlich. In der Tat nicht viel. Aber das muss ja irgendwo zu finden sein, diese Firma. Wir müssen Waterloo Motors überprüfen. Schon mal im Internet versucht? Ich hatte viel um die Ohren. Okay. Von dem Knast war es mal, ne? Waterloo Station, die Schlacht von Waterloo. Ah, da haben wir sie. Waterloo Motors, das ist deine Werkstatt in London. Ich schick dir die Nummer auf dein Handy. Oh, super. Riesengroßer Computer und die guckt auf ihr kleines Smartphone. Warum sollte jemand sein eigenes Gemälde stehlen? Versicherungsbetrug? Aber wieso bringt er dann Henri um? Ich bekomme den Eindruck, dass Henri irgendwie darin verwickelt war. Möglich. Ich habe die Waffe, mit der Henri erschossen wurde, bei Vera Security gefunden. Wenn Vera wirklich Medowski gehört, bedeutet das, er kennt den Mörder. Annette kann es nicht gewesen sein, aber irgendwas hat sie damit zu tun. Du sagtest, der Dieb hatte eine Tätowierung. Auf seinem Arm. Ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen und dem Schriftzug Headhunters darum herum. Wie, das war's schon? Gut, mal gucken, was dieser Marquez noch uns zu berichten hat. Senor Marquez? Ja, George? Gnostica, La Maledictio. La Maledictio gehört also ihrer Familie? Ja, nachdem es gestohlen worden war, glaubte ich nicht, dass ich es noch einmal sehen würde. Sie müssen sich gefreut haben, das Gemälde wiederzusehen. Es war ein Wunder. Also richtig gesprächig sind ja momentan nicht so. Sie erwähnten die Gnostiker. Was können Sie mir über die erzählen? Die sind unwichtig. Eine religiöse Sekte, mehr nicht. Meine Familie gehörte zu den Gnostikern. Sie waren friedliche, gute Menschen. Okay. Ich habe Beweise gefunden, die Henri mit der windigen Sicherheitsfirma in Verbindung bringen. Das überrascht mich nicht. Irgendwie war diese ganze Sache getürkt. Ich habe diese Büroklammer gefunden. Die muss doch zu irgendwas gut sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie damit Papiere zusammenklammern könnten. Senor Marquez, ich möchte Ihnen Trevor vorstellen. Das ist eine Kakerlake in einer Schachtel. Sie ist mein neues Haustier. Ich hänge schon sehr an ihr. Möchten Sie einen Keks, Senor Marquez?
Heiß ich Polly? Der Kitz steckte in ihrer Tasche und zerbröselt schon. Heiß ich Polly? Sie können nicht zufällig ein Streichholz gebrauchen? Wozu denn? Ich habe diese Bestätigung gefunden für die Sicherheitsarbeiten in der Galerie. Sie haben sich nicht an meine Empfehlungen gehalten. Und jetzt wurde mein Gemälde gestohlen. Möchten Sie sich mal meinen Nagelknipser ausleihen? Ich kaue meine Nägel lieber ab, Monsieur. Was halten Sie davon? Ich würde damit nicht mal meine Schuhe putzen, Monsieur. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Nico. Ja? So, jetzt gehen wir noch einmal hier durch, damit das Gespräch so ein bisschen in Fahrt kommt. Und ich so ein bisschen, sag ich mal schon mal... Waterloo Motors ist also eine Werkstatt in London? Nicht wirklich überraschend. Ja, ich habe dir ihre Telefonnummer geschickt. Und ich schon mal so ein kleines Nickerchen halten kann. Der Diebstahl ergibt einfach keinen Sinn. Wir werden das schon aufklären, George. Da, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich bin überzeugt, dass Annette mehr weiß, als sie verrät. Natürlich, aber sie lügt wahrscheinlich nur, um sich selbst zu schützen. Ronny meinte, Medowski sei gefährlich. Was hältst du davon, Nico? Ich meine, du hast einen unstillbaren Drang, Zeug zu sammeln. Das stimmt tatsächlich, wir haben ganz viel schon hier. Das hier ist der Beweis, dass Henri in den Diebstahl verstrickt war. Interessant. Hilft uns nur leider nicht, den Killer zu finden. Doch, wir fahren einfach nochmal zu Various Security. Und zwar ich jetzt, würde sofort. Ich gehen, wenn ich wusste, was ich als nächstes tun musste. Oh, schade. Ich dachte, zu Various Security fahren. Es wäre Schwachsinn gewesen, Nico anzurufen. Ach, schade. Sie saß mir ja gegenüber. Mr. Rickenbacker? Sie schon wieder, Stubbard? Ich habe interessante Neuigkeiten für Sie. Raus damit! Ich habe einen geschredderten Brief gefunden, der Henri mit einem Mann namens Medowski in Verbindung bringt. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Ich habe einen Mann namens Marquez getroffen, der sagt, er sei der eigentliche Besitzer des Bildes. Und? Könnte ich ja auch sagen. Dieser Mann hat ein Foto davon, aus seiner Kindheit, und er erzählt, das Gemälde sei im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wenn das stimmte, wäre die Versicherung null und nichtig. Das habe ich auch gedacht. Packen Sie bei der Geschichte noch etwas nach. Oh, super. Dann haben wir unseren Chef informiert. Und wir rufen direkt mal Vera Security an. Vera Security hatte das Telefon ausgestöpselt. Anzurufen hatte keinen Sinn. Gut, fahren wir gleich hin. Jetzt rufen wir mal Waterloo Motors in London an. Waterloo Motors? Hi. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist George Stobart. Ich ermittle in einem Mordfall hier in Paris. Was hat das mit uns zu tun? Der Mann, den wir suchen, trug einen Helm mit Waterloo Motors drauf. Ach ja, das ist ein sehr beliebter Helm. Sie wissen wohl nicht zufällig, wer ihn alles gekauft hat? Da bräuchte ich schon etwas mehr Info, Mann. Der Killer hatte eine Tätowierung am Arm. Sie lautete Headhunters. Oh, den Kerl kenne ich. Ja, der ist kürzlich einen Helm hier gekauft. Fantastisch. Wissen Sie, wie er heißt? Nö, der bringt immer den Benz von seinem Boss zur Inspektion. Ich warne Sie aber. Soll ganz schön hart drauf sein. Falls es hilft, in den Wagenpapieren steht was von Dutchie Street. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, Mann. Das war mehr als genug. Ist mir eine große Hilfe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Na dann. Bingo. Gute Arbeit. Das muss der Kerl sein. Und wir haben jetzt seine Adresse. Wie wäre es mit einem Ausflug nach London? Ich dachte schon, du fragst mich nie. Señor Marquez, kommen Sie klar hier? Das Bett ist unbequem. Aber es wird schon gehen. Kommen Sie schnell zurück. Mit dem Gemälde, okay? Ziemlich nervig, der Typ. So, von Paris geht es jetzt nach
Londoner Taxifahrer, muss man mögen. Schick, das schick. Das ist es, hier rechts. Um sich in London ein solches Haus leisten zu können, muss man aber irgendwas gut drauf haben. Eher ein dickes Portemonnaie haben. Also, wissen wir schon, wie wir das machen? Ja, wir sind Versicherungsermittler, verstehst du? Wir wursteln uns da rein, labern Medowski voll und horchen ihn dabei aus, klar? Reinwursteln? Genau, reinwursteln. Du weißt doch noch, wie man sich reinwurstelt, oder, Nico? George, wie könnte ich das je vergessen? Gut, ich fürchte nämlich, da reinzukommen wird unsere Reinwurstel-Meisterprüfung. Das kann gut sein. Ja, dann werden wir jetzt irgendwie mal gucken, dass wir wursteln.